Hier ist Aufgekreuzt, der Podcast von katholisch.de mit Geschichten und Hintergründen aus Kirche und Religion. Heute mit Christoph Paul Hartmann. Schön, dass Sie dabei sind. Straßen und Plätze sind nach ihm benannt. Dazu gibt es noch eine Akademie und ein Institut für pastorale Bildung, das nach ihm benannt ist. Es geht um Karl Rahner. Dieser Name ist aus der Theologie des 20. Jahrhunderts fast nicht mehr wegzudenken. Allein schon, wenn es um das Zweite Vatikanische Konzil geht, also Mitte der 60er von 1962 bis 65, da taucht auf Fotos sein Gesicht ganz schnell auf. Genauso regelmäßig, wie in den letzten Jahren die Aufrufe kamen, dass man mal wieder seine Bücher lesen sollte. Ich habe mal reingeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist keine leichte Kost. Lange Schachtelsätze gibt's da, komplizierte Gedankenstränge, das muss man schon wollen. Aber warum sollte man wollen? Jahrzehnte nach seinem Tod, Karl Rahner ist 1984 gestorben. Das wollen wir uns heute mal angucken, den Mensch und das Werk. Karl Rahner, unser Thema jetzt. Das bekannteste Zitat von Karl Rahner: Der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Wer war Karl Rahner und was hat ihn zu einem der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts gemacht? Mein Kollege Moritz Findeisen weiß da mehr. Moritz, fangen wir einfach mal ganz basal an. Karl Rahner. Wo kam er her und was hat ihn geprägt? Ja, Karl Rahner stammt aus Freiburg im Breisgau, also ist im Süden Deutschlands groß geworden. Da ist er 1904 geboren und in einem sehr katholischen Elternhaus aufgewachsen, wie überhaupt die Gegend dort kirchlich geprägt ist. Und ich glaube, das hat sich einfach auf sein ganzes Leben auch stark ausgewirkt, diese einmal heimatliche Verwurzelung, Bodenständigkeit und dann aber das Zuhause in der Kirche und im Glauben. Das hat ihn bestimmt auch dazu bewegt, dass er schon, ich glaube, mit 18 Jahren, also sehr früh, bei den Jesuiten eingetreten ist und ein Ordensleben führen wollte. Und vor allem, das macht ja auch die Zugehörigkeit zum Jesuitenorden schon deutlich, sich intellektuell mit dem Glauben auseinandersetzen wollte. Also Theologie stand für ihn von Anfang an sehr im Vordergrund, ja. Welche Themen haben ihn denn da in der Theologie auch beschäftigt? Ja, er ist in Freiburg während seines Promotionsstudiums ist er mit Martin Heidegger in Kontakt gekommen, dem großen und auch nicht unumstrittenen Philosophen. Das hat ihn sehr stark geprägt. Also er hat immer versucht, die Verbindung der Theologie zur Philosophie aufzubauen, zur Moderne. Er hat sich ganz stark mit Immanuel Kant auseinandergesetzt und im theologischen Bereich stand für ihn eigentlich das ganze dogmatische Programm im Zentrum. Er hat Vorlesungen zu allen Themen gehalten, hat Bücher zu allen Themen geschrieben. Es ist einfach ein riesiges Schaffenswerk. Aber ich glaube, was immer wieder herausgestochen hat, sind die zwei großen Themen Offenbarung und Gnade, die er miteinander verbunden hat. Das war für ihn eigentlich das Gleiche. Also Gnade ist kein Gegenstand, den man verliehen bekommt, ist kein materielles Gut, sondern es ist eigentlich die Gegenwart Gottes. Und das Gleiche gilt bei der Offenbarung auch. Offenbarung ist kein Inhalt, keine Buchrolle, wo irgendwelche Geheimnisse drinstehen, sondern Offenbarung ist Gegenwart Gottes. Gott teilt sich mit, darin besteht die Gnade. Das war eines seiner theologischen Zentralthemen. Und das andere, was, glaube ich, genauso wichtig ist, die Ökumene, die ihn Zeit seines Lebens beschäftigt hat, bis heute wahnsinnig stark in die kirchliche ökumenische Arbeit sich fortsetzt. Da hat er so die zwei Standpunkte. Aber wie gesagt, gearbeitet hat er zu allem eigentlich. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, wenn man auch guckt, dieser Spruch hier, der Gläubige der Zukunft muss ein Mystiker sein und so weiter. Das sind natürlich alles so riesige Brocken. Was war daran neu, was er sich überlegt hat? Weil ich würde jetzt mal sagen, zum Thema Gnade hat ja wirklich schon fast jeder Theologe irgendwann mal was gemacht. Absolut. Also das Neue ist bei ihm die Grundausrichtung, die er der Theologie gibt. Nicht er alleine, auch andere Kollegen seiner Zeit, aber er steht da praktisch pass pro toto für eine Neuausrichtung der Theologie. Man muss sich vorstellen,
ja, ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die katholische Theologie eine extrem konservative Ausrichtung. Es gab eine regelrechte Restaurationsbewegung. Man wollte sich gegen die Moderne wenden, gegen die säkulare Gesellschaft und hat da sein theologisches Glück gesucht im Mittelalter, in der Scholastik, besonders bei der Theologie von Thomas von Aquin, und man hat die wieder aufgewärmt. Man spricht deswegen von der Neuscholastik und hat damit versucht, alle kirchlichen Fragen zu lösen. Ja. Kannst du das ein bisschen erklären, Neuscholastik, ja. was für ein Zugang ist das? Der Name sagt schon ein bisschen, also Scholastik bedeutet eigentlich nur Schule. Es ging um eine ganz strenge theologische Ordnung. Thomas von Aquin geht von dem Grundgedanken aus, die ganze Welt hat eine feste Ordnung, Himmel und Erde, alles seinen präzisen Platz, der von Gott so eingerichtet ist. Und wir müssen nur diesen Platz erkennen, dann verstehen wir, wie die Welt funktioniert. Das hat sich auch in der Theologie wieder gespiegelt, dass der Versuch war, die kirchlichen Dogmen rational, also mit dem Verstand nachzuvollziehen, um dann ihre Gültigkeit zu erkennen. Es ging aber nie darum, die Dogmen auch zu erneuern oder sie veränderten Umständen anzupassen. Und genau das war das Problem, in das sich eigentlich die Kirche mit der Neuscholastik gegangen ist, dass sie sich mit den veränderten Umständen der damaligen Welt, also des Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht mehr verständigen konnte. Und da hat Karl Rahner und andere Theologen dieser Zeit gesagt, wir müssen die Theologie auf neue Füße stellen. Wir brauchen ein neues Konzept, die Welt zu verstehen, uns mit der Moderne zu versöhnen. Das ist einer seiner Hauptverdienste, der bis heute eigentlich nachwirkt. Also deswegen Heidegger und Kant. Ganz genau. Insbesondere Kant, der ja so aus der klassisch-theologischen Perspektive irgendwie als der Alles-Zermalmer oft bezeichnet wurde, weil er die Grundlagen des Glaubens zerstört haben soll. Das war eigentlich nie sein Anliegen, sondern sein Anliegen war damals schon in der Zeit der Aufklärung. Wir müssen uns mit den neuen Gedankenströmen auseinandersetzen, um den Glauben retten zu können. Und das hat er auf philosophischem Weg gemacht. Und Karl Rahner hat dann im 20. Jahrhundert gemerkt, das müssen wir auf theologischem Weg auch machen. Und hat eigentlich einen ganz ähnlichen Ansatz wie Kant gewählt in seiner Theologie. Kant fragt immer danach, was kann der Mensch wissen mit seinem Verstand? Welche Erkenntnisse kann er erreichen? Und das Gleiche fragt Karl Rahner für die Theologie. Was kann der Mensch an Wissen über Gott erreichen? Also wie kann er die Religion verstehen? Und das hat ihn zu einem ganz markanten Wendepunkt geführt, währenddem eben die scholastische Theologie bisher immer von Gott ausgegangen ist und eben wie so eine Pyramide jedes Steinchen von Gott aus seinen Platz hat, hat Karl Rahner gewisserweise die Theologie auf den Kopf gedreht und gesagt, wir müssen beim Menschen anfangen, wir müssen gucken, welche Voraussetzungen bringt der Mensch mit, um Gott verstehen zu können. Man spricht deswegen von der anthropologischen Wende in der Theologie. Also Anthropos ist das griechische Wort für den Menschen. Die Theologie hat sich also mit Karl Rahner zum Menschen hingewendet. Sie hat auf einmal den Menschen betrachtet und gesagt, was macht uns aus, dass wir überhaupt den Gedanken fassen können, dass es einen Gott gibt? Was macht uns aus, dass wir überhaupt den Gedanken fassen können, dass dieser Gott Mensch wird? Und Karl Rahner sagt, das ist letztendlich das Wesen des Menschen, dass in ihm schon dieser Kern des Göttlichen angelegt ist, dass er sich praktisch ja wie nach den Sternen ausstreckt, um irgendwie zu Gott greifen zu können. Und nur deshalb können wir überhaupt verstehen, was Christus ist, nämlich dass Gott das wird, was wir selber sind, jemand, der sich zum Göttlichen hinstreckt. Ganz knapp. Beim Thema Mensch sind wir natürlich dann schon an der richtigen Stelle, weil Bücher schreiben, alles gut und schön, aber die Praxis ist ja immer noch eine andere Sache. Und da sind wir natürlich bei Rahner beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Welche Rolle hat er da gespielt? Seine Theologie, die in der damaligen Zeit entstanden ist, hat ganz maßgebliche Auswirkungen auf das Zweite Vatikanische Konzil gehabt. Er ist da so reingeschlittert, mehr oder weniger. Er war zu der Zeit in Wien gewesen und hat für den dortigen Kardinal die Konzilsunterlagen, die praktisch im Vorfeld veröffentlicht wurden, die hat er untersucht und den dortigen Kardinal König beraten.
Und auf dem Weg wurde Johannes der 23., der damalige Papst, auf ihn aufmerksam und hat ihn als Theologen, als Berater für das Konzil berufen. Da hat diese anthropologische Wende, die für Karl Rahner so zentral war, auch eine große, wichtige Rolle gespielt. Das war das Anliegen des Konzils, die Kirche zu öffnen für die Welt, aber vor allem für die Menschen. Das kann man an ganz vielen Stellen nachvollziehen, im Kirchenverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils oder auch im Offenbarungsverständnis, wie stark diese anthropologische Wende da gewirkt hat, dass eben die Kirche jetzt nicht mehr hauptsächlich verstanden wird als eine makellose, elitäre, himmlische Gesellschaft, sondern sie wird verstanden als Volk Gottes, als wandelnde, pilgernde Gemeinschaft, ja. Und das Gleiche beim Offenbarungsverständnis. Offenbarung ist nicht mehr so ein Geheimwissenspaket, was Gott vom Himmel wirft und was für alle Zeit und Ewigkeit unveränderlich so geglaubt werden muss, sondern das Konzil formuliert Offenbarung als Kommunikationsgeschehen. Genauso wie es eben Karl Rahner auch immer schon gesehen hat. Gott teilt sich selbst den Menschen mit. Er verkündet keine Geheimwahrheiten, sondern er teilt sein eigenes Wesen mit und will mit den Menschen Gemeinschaft feiern. Jetzt ist er ja sozusagen nach dem Zweiten Vatikanum nicht verschwunden, sondern er hat ja noch knapp 2 Jahrzehnte weitergelebt. Wie hat er der Kirche danach auch noch, ich sag mal vielleicht, seinen Stempel aufgedrückt? Das liegt einmal an seinem Werk, dadurch, dass er einfach so unglaublich viel geschrieben hat zu jedem Thema. Man findet kaum etwas in den gesammelten Werken, was da nicht abgedeckt sein könnte. Da sind nicht nur die philosophischen, hochtheologischen Themen, sondern auch die ganz einfachen der Pastoral. Er war und ist immer Jesuit geblieben. Das lag ihm sehr am Herzen. Er hat zur Spiritualität sehr viel gearbeitet und zur Mystik, das hattest du vorhin schon kurz erwähnt. Also er hat in alle Bereiche reingewirkt und vor allem hat er Generationen von Theologen und Theologinnen geprägt. Und das macht, glaube ich, die Wirkungsgeschichte so stark. Wenn man heute Theologie studiert, ab dem ersten Semester begegnet einem der Name immer wieder. Ja, bestimmt muss man an manchen Stellen auch sagen, jetzt ist mal gut, weil wir leben heute auch wieder in einem anderen Jahrtausend. Wir müssen auch wieder andere Fragen stellen. Aber die Neuorientierung, die Karl Rahner in der Theologie ausgelöst hat, die ist einfach bis heute spürbar. Also Hans Kögen hat ihn zum Beispiel genannt, er ist der Protagonist der Freiheit in der Theologie. Und ich glaube, wenn man das so geschichtlich betrachtet, dann kann man das wirklich sehr gut sagen, im Kontrast eben zu der Neuscholastik, die noch bis Mitte des letzten Jahrhunderts vorherrschend war und dem, was danach kam, dass die Theologie eben auf den Menschen schaut und dass dadurch auf einmal Freiheit entstehen kann, weil der Mensch sich wandelt und mit ihm wandeln sich auch die theologischen Vorstellungen. Sagt Moritz Findeisen. Sie wollten schon immer mal etwas über diesen Theologen, jene kirchliche Bewegung oder auch ein ganz anderes Thema aus Kirche und Religion wissen? Dann schreiben Sie uns. Schicken Sie uns Ihre Themen und Fragen. Vielleicht machen wir dazu ja bald den nächsten Podcast. Am besten einfach per Mail an aufgekreuzt@katholisch.de. Zurück zu Karl Rahner. Der hat oft Sätze drauf, die man auch mit geübtem Geist dreimal lesen muss, um sie zu verstehen. Wie den hier zum Beispiel. Der Christ ist in seinem Glauben überzeugt, dass die Antwort, die er auf sein Leitproblem geben muss, nur möglich ist als durch die Gnade gegebener Mitvollzug der Antwort, die Jesus am Kreuz auf die Todesnot gegeben hat, in die er willig versank. ...1984 ist Karl Rahner gestorben. Was hat er der Kirche heute noch zu sagen? Das weiß Carsten Kreuzer. Er ist Direktor der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg und er hat das Buch Anstöße der Theologie Karl Rahners für gegenwärtige Theologie und Kirche herausgegeben. Herr Kreuzer, die große Zeit Karl Rahners, das war das Zweite Vatikanische Konzil. Schon viele Jahrzehnte ist das vorbei. Und er ist ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass er super leserfreundlich schreibt. Warum sollte man sich seine Schriften heute noch antun? Da haben Sie absolut recht, mit der doch etwas schweren Zugänglichkeit. Gleichwohl, denke ich, in Karl Rahner findet man sehr, sehr viele Anregungen. Bevor ich zu den konkreten Themen komme, möchte ich vielleicht auf das Grundsätzliche abheben.
Karl Rahner hat auf der Höhe seiner Zeit reflektiert und Theologie betrieben. Das heißt, in Rückgriff auf Thomas von Aquin, aber eben auch auf Immanuel Kant und auf Heidegger. Und bei aller Problematik, politischen Problematik vielleicht von Heidegger, sind doch Kant und Heidegger weiterhin Gewährsleute der Philosophiegeschichte. Und das heißt, in diesem Ringen um den Begriff ist Rahner einfach eine Form der Rede von Gott gelungen, die uns auch heute noch was sagen kann. Jetzt umfasst sein Gesamtwerk ja 21 Bände, also ganz schön viel. Ja. Was davon finden Sie denn am eindrucksvollsten, vielleicht auch von seinen Themen her? Ich persönlich finde am eindrucksvollsten die philosophische Grundlegung, weil sich das durch das gesamte Werk durchzieht. Wenn man also Rahner liest, dann ist ja immer wieder die Rede von der transzendentalen Theologie oder von der anthropologisch gewendeten Theologie. Und diese Gedanken findet man bereits in Geist in Welt und Hörer des Wortes, also seinen beiden philosophischen oder fundamentaltheologischen Grundlagenwerken, wenn man das so will. Und daraus ergibt sich dann eine Systematik, die man in jeder theologischen Frage entdecken kann. Also wenn man Rahner einmal verstanden hat, hat man ihn verstanden. Was ist denn daran auch heute noch so aktuell an diesen, sag ich mal, Grundsatzfragen? Was hat er da geschrieben, gesagt, was für uns auch heute noch von Relevanz ist? Ich mache es mal ganz konkret. Er spricht davon, dass wir Gott nicht direkt, sondern nur unthematisch, sagt er, also mit erfahren, davon spricht er. Also ganz konkret, ich nehme einen Sonnenuntergang wahr, und dabei erfahre ich das Schöne, das Ganze mit. Und in dieser Weise erfahre ich auch Gott mit. Das gilt natürlich auch für die leidvollen Erfahrungen. Ich erfahre auch die Abgründigkeit, die Unbegreiflichkeit Gottes mit im Leid. Diese Form von Gotteserfahrung, davon zu sprechen, dass Gott tatsächlich im Alltag, in allem mitgewärtigt werden kann. Das ist das, was Rahner unter Mystik versteht. Und das ist etwas, was jedem Menschen zugänglich ist. Aber zum Beispiel sowas wie Mystik, was bei ihm ja auch vorkommt, oder auch so Gnade, das sind ja super sperrige Begriffe. Warum brauchen wir sowas heute noch? Darunter kann man ja auch irgendwie alles und nichts verstehen. Das ist völlig richtig. Wir brauchen diese Begriffe im Prinzip nicht, aber wir brauchen das, was sie benennen, was sich dahinter verbirgt. Ich mache es noch einmal konkret. Diese Erfahrung jetzt etwa mit dem Sonnenuntergang, da kann ich mich als ganz erfahren, auch als verdankt erfahren. Also ich kann erfahren, die Welt, die Schöpfung, auch ich selbst bin mir selbst ein Geschenk. Das ist die Urerfahrung eigentlich von Gnade. Ich habe es nicht getan, ich kann es nicht machen, ich kann es nicht, auch letztlich kann ich es nicht leisten, was im Leben gelingt, was mir zufällt, was mir zukommt, sondern es ist eine Erfahrung von Geschenk. Diese Rede von Mystik und von Gnade, das verbirgt ganz tiefe Erfahrungen des Menschseins. Von daher glaube ich, ist es auch weiterhin sinnvoll, halt nicht nur Rahner zu lesen, sondern sich damit zu beschäftigen. Jetzt hat er ja auch viele, sagen wir mal, sehr allgemeine, sehr übergreifende Gedanken verfolgt. Aber wie kann das denn auch eine Rolle im Alltag spielen? Also sowohl im persönlichen, wie auch, sage ich mal, im Glaubensalltag der Kirche? Also im persönlichen Alltag, da glaube ich, spielen diese Erfahrungen, auf die ich schon abgehoben habe, eine große Rolle. Also Menschen machen heute Erfahrungen in der Natur. Menschen machen heute Erfahrungen im Miteinanderleben. Und darin, genau in diesen Erfahrungen der Natur, des Miteinanders, darin kann Gott aufscheinen. Natürlich ist das eine Deutung, völlig klar. Wenn ich sozusagen halt das, was ich an mehr erfahre als Gott verstehe, ist das eine Deutung. Aber diese Offenheit dafür, das ist etwas, was ich mit Rahnerscher Theologie lernen kann. Das wäre sozusagen ein persönlicher Aspekt für das eigene Leben, für die eigene existenzielle Dasein in dieser Welt. Für die Glaubensgemeinschaft, ja, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Man schaue sich nur einfach einmal an, was Rahner halt bereits Anfang der 70er Jahre in seinem berühmten Buch Strukturwandel der Kirche als Auftrag und Chance geschrieben hat. Da finden Sie alle Themen, die heute beim Synodalen Weg verhandelt werden.
Und nicht nur einfach angezeigt, also Frauenpriestertum, Zölibat, Synodalität, Gewaltenteilung, ist alles schon da. Und zwar jeweils in einer tiefen theologischen Fundierung. Ich will nicht sagen, hätten wir mehr Rana gelesen, aber hätten wir ihn stärker rezipiert, hätten wir heute manche Probleme nicht. Ist das denn vielleicht auch ein Problem? Also es gibt ja tatsächlich auch so unterschiedliche Schriften auch zum Thema, können Frauen zum Beispiel Priester werden oder nicht? Oder sagen wir mal, sehr programmatischer Titel eines Buches ist ja auch, ist Gott ein Mann? Fragezeichen, wo man ja schon erahnen kann, die Antwort ist nein. Aber trotzdem, das, was er so schreibt, das, was er so fundiert, taucht ja irgendwie, also obwohl das ja Jahrzehnte her ist, ist das anscheinend immer noch ein Stand, den auch so die, sagen wir mal, Diskussion auf der Leitungsebene der Kirche, sage ich mal, nicht erreicht hat. Wie kommt es? Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das mal wüsste. Also mit Theologie hat das meines Erachtens wenig zu tun. Es hat was mit kultureller Prägung zu tun. Also viele dieser Fragen, die heute strittig sind, sind kulturell geprägt. Sei es die Frauenfrage, sei es die Frage von Nicht-Heterosexualität. Es hat aber auch einfach etwas mit vorhandenen Machtstrukturen in der Kirche zu tun. Also ich bin davon überzeugt, es mangelt nicht an der theologischen Grundlegung. Da hätte man wirklich vieles von Rana, aber natürlich auch von anderen lernen können. Es mangelt am Rezeptionswillen. Und der wiederum ist nicht einfach böser Wille, sondern das hat etwas zu tun mit kultureller und natürlich auch Prägung durch Glaubenstraditionen. Wie hat Karl Rahner das denn selbst gesehen, weil er ja, sagen wir mal, viele unterschiedliche Eisen beackert hat? Ich habe, wenn ich ihn gelesen habe, immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hatte dann doch relativ viel Optimismus. Das wird man wohl sagen können, ja. Also Rahner war von seiner Persönlichkeit her ein grundsolider, ein optimistischer Mensch. Er sagt auch selbst, er ist Alemanne. Das heißt, er stand mit beiden Beinen auf dem Boden und der wankte nicht so einfach unter ihm. Also er hatte ein gutes Gespür für geerdet sein und von daher hat er ein festes Fundament, auf dem er stand. Wenn Sie, sage ich mal, einen Gedanken, vielleicht auch einen Satz, wobei ich glaube, das ist bei Karana immer ja eine schwierige Sache, herausgreifen würden, von dem Sie sagen, jemand, der sich wirklich für Glauben und Theologie interessiert, der lohnt es sich weiter, sage ich mal, gedanklich drauf rumzukauen. Was wäre das? Ja, der berühmte Satz, der immer wieder zitiert wird, den finde ich auch weiterhin halt wirklich bedenkenswert. Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Weil das genau das thematisiert, worüber wir jetzt am Anfang schon gesprochen haben. Der Christ von morgen wird etwas erfahren haben. Er wird selbst Erfahrung gemacht haben, Glaubenserfahrung oder Lebenserfahrung und die glaubend gedeutet haben oder er wird nicht mehr sein. Also das Entscheidende ist das Selbst. Also tatsächlich, Rahner nimmt das Individuum, das Selbst auch radikal ernst. Sozusagen, um es abzusetzen, auch von einem rein, sagen wir mal, über Generationen oder Kulturen vermittelten Glauben. Genau. Das funktioniert nicht mehr. Das erleben wir ja allerorten. Natürlich, wenn so etwas wie kirchliche Sozialisation wegfällt, dann ist es sehr viel schwerer, Zugang zu bekommen. Aber Sozialisation ersetzt nicht das eigene Erfahren und das eigene Reflektieren. Also das dann nochmal sich vor sich selbst Rechenschaft ablegen über den Glauben. Sagt Carsten Kreuzer. Was meinen Sie? Haben Sie schon mal Karana gelesen? Und wenn ja, haben Sie einen Satz oder vielleicht ein Thema, das Ihnen im Kopf geblieben ist? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und gern auch Anregungen, Themen, Vorschläge und was Ihnen sonst so im Kopf herumspukt, das alles bitte an aufgekreuzt@katholisch.de. Und alle Folgen unseres Podcasts, sie gibt es wie gewohnt bei Spotify, iTunes und überall sonst, wo Sie gerne Ihre Podcasts hören. In der nächsten Folge, da ist dann wieder Gabriele Höfling am Mikrofon und es geht um ein ganz stoffliches Thema, nämlich liturgische Gewänder. Das war's aber erstmal bis hierher von Aufgekreuzt. Tschüss, sagt Christoph Paul Hartmann.